Ja, hallo Rostock. Wir sind heute hier in Lüttenklein. Lüttenklein war der erste Stadtteil, in dem ich, als ich 1988 nach Rostock gekommen bin, gewohnt habe. Das war damals alles friedlich, es war schön, die Menschen haben sich alle gut verstanden. Und gegenüber ist der Warnow-Park und in der letzten Woche gab es eine Meldung in der Ostsee-Zeitung, dass hier Wachleute angegriffen worden sind. Wenn es laut ist, entschuldigt das bitte. Und das führt uns zur heutigen Abstimmungsfrage. Gibt es Orte und Bereiche in Rostock, wo ihr euch im Dunkeln nicht hintraut, wo ihr Angst habt, wo abends ihr Unsicherheit fühlt? Nehmt bitte teil an unserer Abstimmung auf du-bist-rostock.de. Und ihr wisst ja, mit mir entscheidet ihr. 13.11. Jens Kaufmann.